herzlich willkommen, liebe Freunde der Bastelkultur. Ich dachte, ich mache mal über Dinge, die ich gerade aktuell ein bisschen bearbeite, also an irgendwelche Programmchen, an denen ich arbeite, immer mal eine kleine Folge zwischendurch. Momentan macht das den Anfang bei einem Editor, den ich programmiere. Ist natürlich noch nicht fertig, das ist jetzt wirklich bloß der Anfang und da kommt jetzt eine Folge und wenn es da weitergeht, kommt eine Folge und wenn ich was anderes mache, kommt da auch eine Folge. Einfach mal so ein paar Häppchen von den Projekten, die ich momentan just for fun, einfach aus Spaß und Freude hier nebenbei in meiner Freizeit programmiere. Ne? Neue Serie, Hive Update. So, 13. Mai. Die erste Version von dem Editor, das ist jetzt einfach mal eine Studie, wie weit ich da kommen kann, also noch nicht so genau hinschauen, zu der Funktionalität. Es wird einfach aufgerufen mit, wo haben wir es, habe ich es hier überhaupt liegen, schauen wir mal. Jawohl, Editor Bin habe ich jetzt hier schon gespeichert und ein paar Testtexte gleich dazu. Editor rufen wir es auf, Parameterübergabe ist noch nicht drin. Es geht jetzt nur erstmal um die reine Funktionalität. Er hat jetzt beim Starten einen Textpuffer angelegt von 16.000 Zeichen. Diesen Puffer verwaltet er im externen RAM. Und zwar über diese RAM-Disk-Funktion im Trios. Die Idee dahinter ist, dass man erstmal natürlich viel Platz hat im externen RAM und zum Zweiten ist es, möchte ich das gerne so machen, dass er, dass der Text dort resident bleibt. Ja, also man kann jetzt den Editor vielleicht verlassen und der Text bleibt dort in der RAM-Disk vorhanden, bis er mal explizit dann auf SD-Karte gespeichert wird. Man kann zum Beispiel dort einen Quelltext hinterlegen und dann meinetwegen mit dem Compiler daraus irgendwas machen. Ja, man verlässt den Editor, startet dann den Compiler und der arbeitet dann weiter mit diesem Text, den man dort in der RAM-Disk hat. So wäre jetzt die Idee. Ne? Er hat beim Starten jetzt keinen Text in der RAM-Disk gefunden, das überprüft er schon. Er sagt jetzt auch, keine neue Textdatei wird angelegt. Momentan ist die Standardgröße 16.000 Zeichen. Das mache ich nachher natürlich größer, aber wenn er diese Textdatei neu anlegt, kann es ja unter Umständen einen kleinen Augenblick dauern, weil er den Speicher dort verwaltet. Man muss dazu sagen, dass diese RAM-Disk nicht nur eine RAM-Disk ist, sondern sie ist quasi auch wie eine Speicherverwaltung für den externen RAM. Ja, also man kann dort quasi Speicherblöcke reservieren in diesem externen RAM und kann dann über die entsprechenden Funktionen auf diese Speicherblöcke mit wahlfreiem Zugriff zugreifen. Also ein Byte lesen, ein Byte schreiben mit einer definierten Adresse. Adresse 0 ist dann immer der Anfang dieser RAM-Disk-Datei. Ja? Und so können sich Programme dort Speicherhäppchen reservieren, diese auch über Namen ansprechen. Also das ist wie eine Speicherverwaltung, die die Namen verteilt für diese Speicherblöcke. Ja. Und diese RAM-Disk, diese Speicherblöcke sind verwaltet als verkettete Liste. Hat Vor- und Nachteile, das ist natürlich relativ einfach zu implementieren. Der Nachteil ist, wenn man mittendrin einen löscht, entweder lässt man es dann fragmentiert und hat dann ein Loch drin oder beim Löschen verschiebt man alles von oben nach unten, was natürlich dann durchaus relativ lange dauern kann. Zumindest hat er jetzt eine neue Textdatei angelegt, weil er keine gefunden hat. Wir sehen nachher mal, wie das aussieht, wenn er dort einen Text gefunden hat im Speicher. Er hat den Textpuffer angelegt und eine CNF-Datei. Das heißt, er legt in der RAM-Disk, das gucken wir uns auch gleich nochmal an, zwei Dateien an. Eine Textdatei, TXT-Datei und eine CNF-Datei. In der CNF-Datei sind dann Parameter drin von dieser Textdatei. Ja? Zum Beispiel den Namen, die diese Textdatei auf der SD-Karte hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel was lade von SD-Karte, dann heißt die Textdatei in der RAM-Disk immer editor.txt, aber auf der SD-Karte heißt die vielleicht irgendwie xyz.txt. Ja? So.
Und das legt er in der CNF-Datei ab. Er sagt das auch, er hat eine neue angelegt. Und wenn er das jetzt auf SD-Karte speichern würde, würde er die als new.txt dort anlegen. Ja? Gut, hier sind noch ein paar Debug-Funktionen drin. Er sagt mir jetzt, weil seine File-Handles auf der RAM-Disk, ne, und wartet hier auch noch eine Tasteneingabe. Ich habe das auch so gestaltet, dass der Textbildschirm natürlich beim Editieren nachher voll nutzbar ist. Aber hier drüben habe ich immer so einen Log-Bereich. Wir sehen auch gleich, warum das so ist. Ich quittiere jetzt einfach mal. Und jetzt haben wir hier einen leeren Textpuffer. Ich kann jetzt noch nichts wirklich machen hier. Ja, also da viele Funktionen, Sachen funktionieren hier einfach noch nicht. Ich habe mich jetzt erstmal darauf konzentriert, den Puffer zu organisieren und eine Ladefunktion zu machen. Mit Ctrl-L kann man laden. Und jetzt sieht man, warum ich das so aufgeteilt habe mit dem Log-Bildschirm auf der rechten Seite, weil auf der linken Seite nutze ich diese GUI-Funktion für die Datei-List-Box. Und jetzt habe ich hier einen File-Selektor und kann jetzt eine Textdatei laden, ja, test1.txt zum Beispiel. Er lädt diese Datei, test1.txt, diesen Namen legt er jetzt wieder in seiner CNF-Datei ab. Ja, deswegen sagt dort CNF-Datei aktualisiert. Die Textdatei hat 85 Zeichen und 8 Zeilen. Ja, und da haben wir es. Das ist so ein kleines Gedicht. Ja. So, ja, wir könnten jetzt im Prinzip den... es gibt noch ein paar andere Funktionen, die ich hier für Debug-Zwecke eingebaut habe. Ich weiß nicht, ob ich die drin lasse. Ich kann mit Ctrl-F mir den Inhalt des RAM-Drives anzeigen. Ja, wir sehen, dort gibt es jetzt also einen Editor.txt und einen Editor.cnf. Ob das so drin bleibt, weiß ich nicht. Ich habe jetzt einfach mal so ein paar Funktionen jetzt drin. Ne? Wenn ich jetzt rausgehe mit Escape und mir mit dem xdir-Kommando die RAM-Disk anzeigen lasse, den Inhalt, sehe ich, diese Dateien sind auch noch vorhanden. Ja, also wir haben wirklich die Editor.txt dort enthalten. Und ja, wenn wir jetzt den Editor wieder starten, erkennt er das auch, dass dort schon eine Textdatei ist. Er sagt, CNF-Datei gefunden, aha. Und im Prinzip öffnet er die gleich wieder zur Bearbeitung. Ja, so ist die Idee bei der ganzen Geschichte. Das Ganze, theoretisch sollte es sogar resetfest sein. Ich mache mal einen Reboot und zwar einen Warmstart erstmal. Xdir, jawohl, ist noch da. Ne, nach einem Warmstart oder einem einfachen Reset. Ich drücke mal einfach auf Reset hier, auf den Reset-Knopf. Ah, wo ist er? Zack. Xdir ist noch da und wenn wir jetzt einen Editor starten, findet er die Datei und das ist alles noch vorhanden. Ne? Mache ich jetzt natürlich einen Kaltstart. Cold. So, dann ist natürlich die RAM ist leer. Ja. Jawohl. Wenn wir jetzt den Editor starten, dann legt er natürlich wieder einen neuen Textpuffer dann an. Ne?